Das wird gar nicht so einfach tatsächlich. Junge, wie pisst es einfach ist, Leute. Es ist richtig pisst. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, wenn ich ehrlich bin. Verteidigung plus 2. Gut, das heißt, Init ist normal. Ja, was soll Talion da schon tun? Eisenschädel. Ja, RIP Talion. Nein, nicht RIP. Ja, RIP. Never mind. Wieso ist Togedemaru schneller? Wie viel Init hat das Vieh? Mutiges Vieh. Panzer Aeron ist nicht geil. So als Partner. Ich greife das mal zuerst an. Mit Pampros war es easy. Ja, das glaube ich. Der Flinch. Talion ist einfach hexanfällig ohne Ende, Leute. Das wird schwer. Ich würde sagen, Gewalter regelt, aber Gewalter will dann auch... Gewalter, vor allem Gewalter will dann auch keine Elektroattacke abkriegen, ne? Tor könnte ein bisschen was aushalten, außer es kommt gleich irgendeine große Überraschung. Dampfwalze oder so. Warum auch immer es das haben sollte. Aber Tor macht im Gegenzug halt auch nicht viel. Das ist echt scheiße. Also unser Team ist nicht gut dafür. Ist nicht gut für diesen Kampf. Also, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe gerade aber auch nicht, was er mir anhaben möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir mit Spiegelsaal ein bisschen seine Genauigkeit senken. Wobei, das ist halt so heftig schwach gegen ihn. Lieber Triplette. Vielleicht freezen wir ja. Schutzstacheln, das ist okay. Tarnsteine. Die Strats, Leute. Die Strats, oh mein Gott. Ich finde es gut, dass sie die Prüfung gebufft haben. Ja, das finde ich auch gut. Schwere Kämpfe sind immer gut. Solange es nicht unfair ist. Elektropiekser. Wenn das ein einziger Move ist, dann geht das vielleicht noch. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Oh, süß. Und dann noch ein Folterknecht. Willst du mich eigentlich natzen? Ja, Leute, lehnt euch zurück. Das könnte ein Weilchen dauern. Wir können uns nämlich beide nichts. Kann es nicht theoretisch Brüller? Nein, bitte sag's nicht, dass es Brüller kann. Oh. Rückenwind. Junge, 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 Junge. Gutes Supporter-Pokémon da. Den du da hast, Toge. Ja, Spiel... Was macht Elektropiekser eigentlich nochmal? Paralysiert das? Oder ist das der Signature-Move von... Der Flinch, ey. Und jetzt kommt gleich wieder... Oh, Junge. Jetzt kommt wieder Schutzstacheln, oder? Oh Gott, ist das nervig. Oh Gott, ey. Wieso bin ich eigentlich gerade geflincht? Was wurde eingesetzt? Ich habe es nicht mitbekommen. War das der Elektropiekser oder was? Also wie gesagt, wir können uns beide quasi nichts. Das heißt, das wird dauern. Der Flinch, willst du mich natzen? Oh Mann! Ich hoffe, ich kriege die Verwirrung gleich durch Ampelleuchte. Junge. Geil, ein Angriff kommt durch. Ich glaub's ja gar nicht. Geht das Spiel bis 2 Uhr? Hypertrank. Ich wette jetzt schon, dass Togedemaru wird so eine Beere haben, die so um 50% heilt. Oder eine Zitrobeere oder irgendwie sowas. Ich find's übrigens schön, wie angepisst das Togedemaru ist. Ist ein Elektro-Eisenschädel. Ah, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Animation vorher ausgemacht. Die Sache ist, ich will das Panzer Aeron auch nicht wegmachen, weil das Panzer Aeron kann mir potenziell nichts und es ist nicht so schlimm. Und wenn, ich hab die Angst, wenn ich das Panzer Aeron töte, dass dann irgendein Pokémon kommt, was noch schlimmer ist quasi. Wie lange es lädt? Ja, es lädt immer 100 Jahre.
Geil, Ampel leuchtet gerade durch. Stadium-Kommentator mit der 2-Euro-Spende. Und da lese ich auch direkt vor, was da steht. Sie starren einander an. Aber volles Rohr. Dankeschön für die Spende, lieber Pokémon Stadium-Kommentator. Na, 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 na. Ich weiß, dass er die ganze Zeit mal. Aber ich habe halt Angst, dass das irgendwann mal nicht macht. Kirillon, 13 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank dafür. Der AP stallt mich. Das sehe ich jetzt. Das realisiere ich jetzt erst. Also immerhin sollte er keine Möglichkeit haben, sich zu heilen. Glaube ich. Komm schon, Flinch, Flinch, Flinch. Ich meine, Confusion, Confusion, Confusion. Das ist keine Confusion. Es kommt eh wieder. Weil ich kann es ja mal versuchen zu baiten. Damit ich gleich mal Triplette machen kann, weil Triplette ist ein bisschen stärker. Wobei ich muss mich gleich eh heilen eigentlich. Hm. Dam, dam, dadam, dam, dam, dadam. Verwirrung beim Gegner. Er wird eh nie triggern, hast recht. Ist ja die 7. Generation, ich vergaß. Nicht flinchen jetzt bitte. Ich will die Triplette durchkriegen. Gut. Ich wusste es. Ich wusste es. Yeah, Leute. Geil. Eine Citrobeere. Und wisst ihr was? Jetzt geil wäre, wenn er jetzt noch diese Attacke hat, mit denen er das Item wiederherstellen könnte. Ah, cool Story, Bob. Das Problem ist, der Kampfrad ist so langweilig, weil er kann mir nichts. Ich mache ihm quasi auch nichts. Burn wäre sehr geil gewesen, das stimmt, den hätte ich gerne genommen. Togedemaru mit der 1-Euro-Spende und dem traurigen Gesicht, dankeschön. Wenn das Ding Leftovers hätte, oh Gott. Wie viel AP hat Elektropiekser? Wir flinchen immerhin nicht mehr, das ist schon mal ganz nett. Yeah! Boden wäre vielfach effektiv gegen Togedemaru, ja, richtig. Tja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Immerhin gehen dann bald die Elektropeaks aus, das kann uns nicht mehr flinchen, das ist schon mal ganz nett. Ist das Kapilz beim Spendenbild aus Pokémon Type Wild? Richtig, ja, das ist daher. Wenn das Panzer und Wirbelwind hätte, ne, das wäre so fies. Ah, Leute, was macht ihr denn so heute? Tomaro stirbt nur an Verzweifler, wenn das so weitergeht. Ist Elektropeaks denn auch genauso stark? Ja, ist richtig Resident Sleeper. Da sagst du was, Cyber. Es ist einfach so. Schutzstacheln sind auch kacke. Ja, das macht halt. Was hat er denn jetzt gemacht? Hat der Sprungfeder eingesetzt? Naja, dann kann ich jetzt immerhin. Ja, ihm sind wohl scheinbar die AP ausgegangen. Never mind. Oh Gott. Ja gut, ist egal. Panzer Aeron juckt nicht. Das kriege ich eh mit dem Voltwechsel easy gehandelt. So, der macht bestimmt jetzt Sprungfehler wieder, oder? Ich greife mal das Panzer Aeron an deswegen. Nee, mach Schutzstacheln. Das ist so spannend. Geil. Meine letzte Triplette, Leute. Nein. Warum jetzt Sprungfeder?
Mama. Oh Gott, ey, ich verreck hier gerade. Zwar nicht durch den Kampf, aber doch durch den Kampf, mental. Ey, wenn gleich noch irgendwas kommt, durch das er sich heilen kann, ne, dann rage quitte ich. Yay, der Schaden des Todes. Jetzt kommt wieder Schutzstacheln. Nein, er macht direkt Sprungfeder. Oh, das ist ganz gut. Ein intensiver Schlagabtauf. Ein wahrlich vorzeigliches Duell. Immerhin. So, roter Bereich, Fragezeichen. Geil. Sie starren einander an. Ja, sie starren. Sie starren sehr lange. Sehr intensiv. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Immerhin setzt er keine Schutzstacheln mehr frei. Ich bin dafür die AP auch mittlerweile mal ausgegangen. Wobei ich nicht weiß, wie viele AP Schutzstacheln hat. Bum, 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 bum. Ein Glück bist du ein Elektrotyp. Ja, das stimmt, sonst wäre Paraflinchen vom Feinsten angesagt. Der Bait! Wie er mich gebaitet hat! Junge, der hatte noch einen Eisenschädel! Was? Wie er mich gebaitet hat! Der hatte noch einen Eisenschädel! Der hatte noch einen Eisenschädel! Junge! Als ob, ey! Warum? Okay, egal, weißt du was? Ich hoffe jetzt einfach, dass eine Wasserdüse ausreicht. Der Bait! Ach stimmt, der hätte die ganze Zeit Elektropiekser eingesetzt. Das war ja gar nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ne? Eisenschädel, nicht Elektropiekser. Krass, Mann. Ja. Bitte reich aus. What shall I do with the drunken sailor? What shall I do with the drunken sailor? Okay, ich belebe mal. Nutz den Zug, um Magneton wieder zu beleben. Der soll die XP dafür auch gleich kriegen, wenn schon. Ich hoffe, ich kann jetzt nochmal Wasserdüse machen. Okay. Dann nicht. Überlebt das und reich aus. Junge. Das ist schon nicht mehr Trollen, Leute. Das ist Mobbing. Auf höchstem Niveau. Oh, Mann. Das ist für eins Kampf. Ich raste aus, ey. So, das Ding wird jetzt eh wieder sich schützen. Also... Nee, macht er nicht. Hat er keine Schutzstacheln mehr, oder was? Okay, dann kann ich es direkt angreifen. Um Gottes Willen. Wenn ich jetzt flinche, ne? Wenn ich jetzt flinche, kacke ich in den Eimer. Wag es dich. Gut. Rage wurde aktiviert. Nein, es ist eher so. Ah. Hilfe. So, Störpanzer Aeron. Damn it. Was ein Krampf. Entschuldigung, Kampf. Einmal saved.
Schade, hätte den Eimer gern gehabt. Der andere Partner war übrigens die Denne. Wirklich? Das ist ja mega lustig. Und was hätte das gemacht? Jo, Schüssi! Ja, das war ja nix, Leute. Und das jetzt als Nuzlocke. Let's go. Danke, Alice. Super Zahn. Hätte es auch Ladungsstoß gehabt? Das wäre ziemlich fies gewesen mit Blitzfänger. Wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ladungsstoß und Voltabsorber. Togedemaru und die Akkubs, sie wurden vom Herrscher-Pokémon gerettet. Und jetzt hast du es getötet. Gut gemacht, Alice. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Du hast es besiegt, Alice. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Oder ein wahnsinnig Asshole. Ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der die Herrscher-Pokémon umgeben sind. Am Herrscher-Mart besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togedemaru und die Akkubs sind schließlich meine Freunde. Das schulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, das man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Jetzt kommt wieder der obligatorische Pokémon. Bla, gibt niemals auf, Gelaber. Freundschaft ist everything und so. Hier, Alice. Togedemaru spendet 1 Euro. Na, habe ich genervt, Suikek? Ja. Dankeschön für deine Spende. Für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Wie lange hat dieser Kampf jetzt gedauert, Leute? Ja gut, Pingu, aber sie hat aber glaube ich kein Level-Limit, ne? Ich meine, stellt euch eine Nuzlocke mit Level-Limit vor, das wäre halt richtig hardcore. Hey Chris, du musst dir doch die Z-Pose beibringen. Schau genau hin, ich mach's nur einmal. Längs, danke für deinen Sub und willkommen bei den Ultra-Glücksglitzen. Dankeschön. Noch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast immer noch wie verrückt. Du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen, war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ula Ula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders, weil Caputoro einfach keinen Bock hat. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast es wirklich drauf, Alice. Vielleicht wäre es dann eine gute Idee, dir die Kampfagentur zu zeigen. Eine hervorragende Idee, Marlon. Ich wollte eigentlich jetzt den Stream beenden. Komm, wir besuchen den Festival Plaza. Nein! Nein! Don't do it! Viel Spaß euch beiden! Nicht ernsthaft? Warum schickt... Der schickt mich einfach zur Festivalplaza, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich werde das wieder überspringen. Kein Bock auf Festivalplaza. Nein. Ich überspringe das alles. Ich kenne die jetzt vor allen Dingen schon. Die Funktion, die habe ich bei Steve im Stream gesehen. Ich kann nicht mal B drücken. Wie langsam die Textbox scrollt. Guck mal. Ich kann nicht schneller drücken. Also die Kampfagentur war aber ganz, war aber gar nicht so kacke, glaube ich. Na, wie hat dir die Kampfagentur gefallen? Einfach toll, oder gut, ich dachte, das dauert jetzt erstmal 100 Jahre. Ich hätte übrigens doch eine Bitte an dich. Der gute Kukui hat mir nämlich neulich das hier liegen lassen. Dam-bidam-bidam. So, wenn ich jetzt noch wüsste, welches Kind die Maske von Mask Royale sehen wollte, wäre ich glücklich. Wir wollten zum Mahile Ziergarten zurück. Entschuldige für die Umstände, aber könntest du diese Maske beim Abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt gegeneinander kämpfen. Das ging doch schnell. Ja, tatsächlich. Aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es ein bisschen länger dauern würde. Toge, du bist süß, Togedemaru. Battle Royale Stadion. Ich glaube, dann machen wir das noch kurz, weil sonst vergesse ich das garantiert. Sonst vergesse ich das garantiert. Mit 6 TVs auf 31. Ich würde eigentlich den Petalama wieder ausmachen, aber ich bin halt mit dem Petala perfekt im Levelschnitt gerade. Deswegen kann der eigentlich noch anbleiben. So. Wo war der denn nochmal? Hier. Wolltest du noch 2 Herrscherpunkte abholen? Ich weiß. Aber danke fürs dran erinnern. So, wer von euch war das? Warst du das? Kaufe die Maske für Mask Royale.
Hey, hast du schon mal beim Battle Royale mitgemacht? Bla bla bla. Ja. Ja, hat er. Boah, krass, hast du die Maske von Mask Royale. Du bist sicher ein großer Fan von ihm und streifst dir die Maske über, um ihn damit bei seinen Pokémon-Kämpfen anzufeuern, oder? Wow, okay. Na, immerhin schön, dass sie dran gedacht haben, dass wenigstens irgendwas passiert. Mann, das war spektakulär. Aber gut, wahrscheinlich wollen sie in einem Pokémon-Spiel nichts Verpassbares haben oder so. So, wo war der denn nochmal? Weißt du, wo war der Professor nochmal? Der war am Strand, oder? Kantalstrand, glaube ich. Das war's ja. Nettes Gimmick, aber nur ein Gimmick, ja. Wo ist meine Belohnung? Tag, Professor. Du hast 53 Herrschaftsdicke gesammelt. Ich habe schon mal einen 40er Ding. Also ein Aranestro. Oh, geil! Wir haben Riesen-Aranestro erhalten. Geil. Wo kommt eigentlich Pokémon-Type Wild her? Das hat Micha mir damals mitgebracht. Ehrlich, glaube ich. Dinge, die ihm wichtig sind, pflegt es in seiner Wasserblase aufzubewahren. Dazu gehört auch, dass sein Trainer... dafür gehört auch sein Trainer, wenn dieser nicht aufpasst. Achso, ich hab falsche Taste gedrückt. Und bevor hartes Wesen, das wäre natürlich geil. Gib mir das andere Pokémon, ich habe noch eins. Oh, das hat schon erwartet. Alter, was ich hier geschenkt bekomme, Leute. Wahnsinn. Voll krass. Einfach so. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem so für einen normalen Playthrough, die einfach so geschenkt zu bekommen. Aus seinen Handflächen schießt Feuer hervor. Es verspeist damit Mollung, die keine Beute zurückgebracht haben. Schallende Ohrfeigen. Ach, es verpasst! Wow, ich hab... Es verspeist Mollung, die keine... So, na Mollung? Und, was hast du so gefunden? Hier, ein Brotmeisterin! Dankeschön, du kannst nach hinten gehen. Und du? Hier, zwei Äpfel. Dankeschön, du kannst nach hinten gehen. Und du? Ich habe heute da nichts gefunden. So, du hast also nichts gefunden, ja? Nom! Und weg ist es. Für einen kurzen Moment. Für einen ganz kurzen Moment. Verpasst. Aber ist auch geil, einfach so ein Bitch-Slap. Einfach so, was, du hast nichts, Junge! Junge! Okay. Ich muss euch gleich noch was zeigen, Leute. Ich muss euch gleich noch was zeigen. Aber erstmal gehe ich ins Pokémon Center. Ich kriege Zuhälterschelle. Ja, ist so. Einfach BAM! Eine geben. Hätte mich aber auch. Hätte mich. Ganz ehrlich, ich wollte sagen, so ein Pokédex-Eintrag hätte mich nicht gewundert. Wobei ich glaube, sie haben den Pokédex ein ganz kleines bisschen abgeschwächt in der 7. Gen. Im Sinne von, dass sie nicht mehr ganz so heftige Fakten beinhalten. Naja, wir gucken uns mal ganz kurz die Pokémon an, die wir gerade bekommen haben. An der Sternwarte gibt es jetzt ein Pokémon zum Streicheln. Was denn? Mild. Solo. Grasaf wurde geschwächt. Echt, ja? So, Leute, das nächste Mal gehen wir dann hier rein. Aber ganz kurz werde ich euch erst verstören müssen. So, ich speichere nochmal.